herzlich willkommen auf der Schweißen und Schneiden 2017 hier an unserem Messestand von Kloß. Herr Gerst, ich habe eine Frage an Sie. Sie haben mehr als 30 Roboteranlagen von Kloß bei Ihnen im Betrieb. Welchen Anforderungen müssen diese Anlagen gerecht werden? Diese Anlagen müssen für uns hochproduktiv sein, müssen eine sehr hohe Verfügbarkeit darstellen und wir müssen mit diesen Anlagen in der Lage sein, entsprechende Produkte in kürzesten Fertigungszeiten bei größter Reproduzierbarkeit herzustellen. Neben den Roboteranlagen nutzen Sie mehr als 100 Schweißgeräte von Kloß. Wann greifen Sie auf das manuelle Schweißen zurück? Es ist so, dass bei den Roboterschweißanlagen nicht jede Geometrie möglich ist und auch einige Stückzahlen nicht geeignet sind, um am Roboter hergestellt zu werden zu können. Immer dann, wenn diese Eigenschaften vortreten, müssen wir auf manuelle Schweißprozesse zurückgreifen und müssen dann entsprechend manuell schweißen. Wie möchten Sie die Qualität und Produktivität in Ihren Schweißanlagen erhöhen? Ja, das ist das, was als Vision für die Zukunft für uns gilt. Wir glauben, dass wir immer kürzere Lieferzeiten haben werden. Wir brauchen kleinste Fertigungslose und müssen in der Lage sein, auch kleine Fertigungslose hochproduktiv herstellen zu können. Das bedeutet für den Anlagenhersteller, dass wir in der Lage sind, die entsprechenden Vorrichtungen in entsprechend kurzen Zeiten an die Anlage einzubringen. Das ist eine Anforderung auch an das Haus Kloß für die Zukunft. Vielen Dank, Herr Gerst. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.